Moin erstmal. Oh. Was ein Kackwetter und das mitten im August. Ich bin gerade aufgestanden, hab hier meinen Kaffee, komme aus meinem tollen Containerbettchen hier und dann nass. Eigentlich wollte ich heute nämlich dreschen. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, was redet der, wieso will der dreschen? Ja, ich habe noch zwei Felder dazu gepachtet. Im Grunde genommen ein Grundstück. Können wir uns mal eben angucken. Hier sind wir schon bei den Schafen. Hier haben wir noch die beiden Grundstücke zugepachtet. Die zwei beiden hier, die 55 und die 56. Und auf dem einen Feld, auf der 55, da ist Weizen. Und der Weizen wäre erntereif. Genauso sind auch schon wieder meine Grasfelder soweit. Wir können mal eben gucken, wie die aussehen. Ich gehe jetzt einmal eben hier rüber zur Molkerei. Dann brauche ich mich nicht mehr hier umzudrehen und kann hier einmal lang wackeln. Und da sehen wir, wenn man hier mal lang geht, das Gras ist nochmal deutlich höher geworden. Es war eigentlich schon im letzten Monat reif, da hätte ich es auch schon wegnehmen können, aber da war es noch lange nicht so, guck ich es mal an hier, es war noch lange nicht so hoch und dicht gewachsen. Und ja, jetzt ist das soweit dichter gewachsen und ich habe mir gedacht, dann ist der Ertrag auch ein bisschen höher, lohnt sich vielleicht und ich muss noch einmal weniger ran. Ja, so war mein Gedanke. Und jetzt hat es mich angeschissen, beschüttet. Echt nicht so schön. So, jetzt würde ich sagen, nutzen wir erstmal die Zeit. Können wir mal hier auch ein bisschen höher drehen. Ich steige mal eben hier in den Deutz, den ich gemietet habe, noch ein. Da ist noch der Ballenwickler, den habe ich auch gemietet. Die Presse. Weiß ich nicht, hatte ich das schon erzählt, die habe ich ja gekauft. Das sind zwischen meine. Und jetzt müssen wir einmal eben auf zu den Schafen, damit wir die nochmal versorgen. Die sind jetzt inzwischen 300 Stück. Die produzieren Wolle wie blöd und ja, können natürlich auch gut saufen und fressen. Wasser geht, wenn man einmal am Tag da hochfährt, dann kommt man zurecht. Dummerweise habe ich es jetzt einmal wieder vergessen und gedacht, naja, ein Tag geht noch. Die haben ja nur, ich glaube, 3000 Liter hatten sie getrunken. Einmal den nächsten Tag abgewartet, war schon wieder alles rot. Blöd. Aber die produzieren trotzdem gut, das kann man nicht anders sagen. Der Wolle-Produktionsanteil, der ist recht hoch. Wenn das so weitergeht, gibt es richtig Cash. Was mich jetzt im Regen hier wundert, ist, da ruckelt hier ein bisschen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Und ich habe nicht mal einen Shader eingestellt. Das ist hier alles ganz normal. Ohne Shader. Ihr seht das, ich habe hier die Wolle schon mal beiseite gepackt. Wolle ist wirklich genug da. Ja, futtern tun sie gut. Ballen habe ich schon ein bisschen beiseite gepackt wieder, also dass sie da halt eben auch dann entsprechend was zu fressen haben. Und irgendwie habe ich schon die ganze Zeit gesucht nach einem Fahrzeug, das ich hier oben stehen lassen kann, damit ich immer hin und her ackern muss. Habe erst überlegt, ob ich hier einen Fendt GT hinstelle, aber der ist mir eigentlich dafür zu schade und auch zu teuer. Wenn ich dann den Fendt GT nehme mit einem Frontfass vorne drauf, dann muss ich zwar zwei, dreimal hin und her fahren, aber das Ganze geht alles ein bisschen leichter. Nehme ich den GT mit Frontlader, kann ich kein Frontfass draufpacken.
muss also dort trotzdem noch den Tankwagen hier irgendwie haben. Und ja, es ist alles irgendwie blöde. Man muss hier halt wirklich tatsächlich einmal am Tag mal raufeiern. Und das nervt mich ein bisschen. Deswegen hatte ich gedacht, ich könnte vielleicht hier irgendwie einen stehen lassen. So, es ist hier mit dem Wasserträger so ein bisschen merkwürdig. Der reagiert manchmal nicht so, wie er soll. Hoffentlich ist noch offen. Keine Ahnung, woran das liegt, dass der nicht so reagiert, wie er soll. Muss man irgendwie den richtigen Punkt treffen. Vielleicht muss ich den nochmal abreißen und nochmal drehen oder sowas. Ist ein bisschen merkwürdig. Falls da jemand weiß, was das Problem dabei ist, gerne Bescheid sagen. Verstehen tue ich es nicht, weil unten hat das super funktioniert mit dem Wasserbottich. Da jetzt. Also ganz kurz. Da ist er jetzt. Unten, wie gesagt, hat es super funktioniert und hier suche ich mich immer blöde, bis ich den Punkt gefunden habe. Keine Ahnung warum. So, es hat aufgehört zu rechnen. Dann können wir die Zeit auch mal wieder ein bisschen runterdrehen. Sonne scheint. Das ist gut. Dann können wir vielleicht auch gleich dreschen. Ja, also wer weiß, was für ein günstiges, aber potentes Fahrzeug man hier hinstellen kann. Das jetzt nicht unbedingt 25.000, 30.000 kostet, der möge mir da gerne einen Tipp geben. Ich suche danach. Am besten irgendwas, was man auch dann nehmen kann, um die Ballen hin und her zu fahren. So eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Die halt eben günstig ist. 20.000 Max am besten. Mit Frontlader oder mit Ballenspieß oder irgendwas. Da suche ich noch nach. Irgendwas, was hier schön auf die Map passt, was oh, dem Ambiente nicht komplett abträglich ist. Ne? Also ich kann hier jetzt nicht so ein Monster JCB Radlader oder sowas gebrauchen. Das muss irgendwas sein, was so ein bisschen so ja, meinem Standard entspricht. Also günstig, einfach, aber trotzdem potent genug, damit man es hier sinnig einsetzen kann und auch da oben stehen lassen kann, ne? Damit man dann eben schnell reinswitcht und ja, arbeiten kann. So der Plan. Klar, man kann hier auch hin und her fahren, aber es geht halt doch schon ein bisschen Zeit bei weg. Ne? Noch sträube ich mich ein bisschen gegen Autoload. Nicht gegen Autoload, gegen Autodrive. Weil weiß nicht, irgendwie nee, es ist muss noch warten. Also da bin ich noch nicht, bin noch nicht so weit nach 25 Folgen hier auf Autoload oder zu switchen. Ich kann noch ein bisschen auf der Strecke rumfahren und das macht mir auch Spaß. Also ich habe ja auch in der letzten Folge mit dem Ballenladen hatte ich irre Spaß, muss ich echt sagen. Es fuchst mich immer noch an. War echt cool. Und dann auch da Ballenwagen, den Berg hochfahren zu den Schafen mit den durchdrehenden Rädern. Das war so ein bisschen wie Full Pull, ne? Also fand ich schon echt geil. Full Pull Bremswagen ziehen. So, das haben wir. Dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt ja mindestens einen Drescher, der uns hilft. Im Weizen. So, dann schauen wir erstmal hier vorbei, was der Händler
Gutes für uns hat. Der hat leider da nichts, was in irgendeiner Art und Weise in unserer Price Range wäre. Wir können hier natürlich gucken. Den Farmtech, der kann alles laden. 22 Paletten laden. Aber keine Ballen, ne? So ein Palettenladegerät. Sozusagen können wir im Moment noch nichts mit anfangen. So viele Paletten habe ich noch nicht. Gut, also dann gespeichert und einmal gucken, dass wir zu den Mähdreschern kommen. Da habe ich jetzt auch noch nichts Neues installiert. Da bin ich ganz entspannt. Nova mit 75. Was haben wir denn hier noch Günstiges, was jetzt nicht unbedingt so teuer ist in der Miete? Dominator 108, der ist natürlich auch cool. Der Dominator geht mit 70.000 an den Start und der Deutz mit 50. Beim Deutz müssen wir einmal gucken. Der hat hier 4,20 Meter und der Dominator, der hätte 5,10 Meter. Das macht natürlich schon mehr Sinn. Ne? 5,10 Meter finde ich schon besser. Da würde ich sagen, gehen wir auf den Dominator und mieten uns den, damit wir da schön schnell den Weizen runterkriegen und dann auch eine schöne Strohschwart haben, damit wir das dann wieder aufpressen können. So machen wir das. Also, Dominator, komm ran, Johann. Das ist mir alles völlig wurscht. Der jetzt irgendwie Design hat oder nicht. Ich will ihn ja nur mieten zum Dreschen. Geht natürlich ins Geld, ne? Aber es nützt ja nichts. Wir brauchen das. Dann haben wir den schon mal. Dann gehen wir mal auf die kombinierten Gerätschaften hier. Den Anhänger, den brauchen wir auch eben dazu. Naja, 43. Das ist wirklich kein Geld. Und dann das Schneidwerk noch. Das nehmen wir auch in Miete. Ja, kostet uns dann jeder halt doch ordentlich Kohle, ne? Kommen wir nicht umhin. Solange wir uns hier noch nicht leisten können, müssen wir da so mitarbeiten. Das Gute ist, der brave Händler hat uns das hier hingestellt, wobei jetzt im Moment gerade das Schneidwerk sucht. Das hat er wahrscheinlich wieder irgendwo auf eine andere Seite gepackt. Das suche ich mal eben. Nicht, dass das hier irgendwie verschütt geht. Jo, Schneidwerk ist da. Wundert ihr euch jetzt, wie das hier so schnell hin und her flitzt? Da gar kein richtiger Cut zu sehen war, aber ich habe auf Pause gedrückt und das kurz einmal auf den Hof gezogen, sozusagen. Das war auf der anderen Seite. So, hier habt ihr auch meine Ballenbatterie, die von den Grasfeldern, also von den Weiden gekommen ist. Ich habe ja einen Teil an Gras nach oben gebracht zu den Schafen und den anderen Teil habe ich halt gewickelt. Ein Ballen habe ich irgendwie nicht gewickelt, der ist dann halt irgendwo wieder aufgetaucht sozusagen. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt habe ich hier natürlich so ein kleines Problem. Ich muss ja irgendwie das Schneidwerk ankuppeln. Das hatte ich mir nämlich schon gedacht, deswegen bin ich im Trecker gefahren. Da ist man ja doch ein bisschen flexibler und lebendiger, als wenn man dann... Das war knapp hier. Als wenn man das Ding hinter Mähdrescher hat und dann umdrehen muss und das nicht so hinkriegt. Ne? So. Dann fahren wir mal hier auf der linken Seite entlang. Stelle ich den hier rein. Kriege ich den so hier dann hin. Ah,
Aber mir fällt was ein. Das kriegen wir schon. So, einmal rüber switchen in den Drescher. Achtung, Fahrzeug steht aus, ne? Immer schön aufpassen. Schnell die Rundumleuchten an. Und dann geilert los. Einmal zum Weizen. Ja, die Geschichte mit der Pacht gefällt mir im Moment ganz gut. Auf dem Feld war glücklicherweise auch schon Weizen drauf. Da musste ich nichts ansehen. Das konnte ich so direkt übernehmen. Das ist dann natürlich herrlich, ne? Da spart man sich eine ganze Menge an Zeit und Arbeit und Geld natürlich auch. Bisschen im Dominator unterwegs. Im 105er. Neulich bei mir hier draußen vom Fenster. Hatte ich ja auch erzählt, wer da das Video geschaut hat. Da waren 78er unterwegs, ne? Klaas Dominator 78. Also es sah aus, als hätte der 3 Meter Schnittbreite gehabt. 3 Meter Schneidwerk. Das war nix, ne? Der ist halt sich mal im Raps hin und her gefahren. Aber er hatte zumindest einen Rapstisch vorne dran. Das hat er doch schon mal wert. War zwischendurch einmal auch kaputt. Da war der Class Service da. Ne? Auch für solche alten Maschinen kommt der Class Service mal raus, natürlich. So, mal gucken, ob wir das hier angedengelt kriegen. Also nicht in den Graben fahren. Oh, und doch in den Graben fahren. So, genau auf Ansage. Das ist ja auch der Pensionator. Wieder mit seiner Chaosfahrerei. So, den lassen wir hier eben einmal kurz stehen. Und dann müssen wir uns mal hier irgendwie rausdrehen. Auch ein bisschen durch die Grabenkante, aber das geht. So, da machen wir jetzt einmal Kiste aus, den Warnblinker an. Dann hüpfen wir hier über die Kante und rennen mal rum zum Mähdrescher, damit wir hier mal einen Anschnitt hinkriegen. So, dann klappen wir erstmal alles aus. Dann müssen wir eigentlich müssen wir nach links rumfahren, weil da der Abstandshalter ist. Den müssen wir mal ausmachen, das gefällt mir so nicht, weil wir hier nämlich keinen Stroh produzieren. So, das ist schon mal. Eieiei. Was macht der denn alles? Schick, schick. Klaas halt, ne? Echt cool. So, dann geht er los. Dann können wir hier auch gleich einen schönen Strohschwad legen. Müsste ja, geht los. Sieht richtig gut aus. Randale leuchtet kann aus.
denn erstmal das Vorgewende machen, damit wir da schön Platz kriegen. Ja, wie viel hier jetzt drauf ist, kann ich nicht genau sagen, aber ich wollte auf jeden Fall ein Weizenfeld haben, damit wir schon mal auch ein bisschen Weizen einlagern können. Und damit wir mal ein bisschen Stroh haben. Wer weiß, was so kommt. Stroh werde ich wahrscheinlich am Anfang erstmal überwiegend verkaufen, wenn nicht sogar alles. Ja, wie ihr seht, auf der linken Seite, neben den Bäumen, da ist unser angrenzendes Rapsfeld. So. Und das ist auch schon in Blüte. Also von daher sind wir eigentlich noch, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und sehen nichts, aber so ein bisschen halb blind in die Ecke kommen ja auch. Ja, maschinentechnisch sind wir, glaube ich, immer noch ganz gut aufgestellt. Geldtechnisch sollten wir eigentlich in diesem Jahr, wenn wir die ganze Silage verkauft haben und jetzt auch mit dem Weizen und dem Raps, wir haben jetzt sogar dadurch, dass wir jetzt hier die beiden Felder gepachtet haben, zwei Rapsfelder. So, hier können wir mal das Grün ein bisschen benutzen, um da besser rumzukommen. Und da sollte eigentlich auch eine ganz gute Menge Raps bei rumkommen. Der sollte sich dann auch gut verkaufen lassen. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, ich spiele hier auf schwer. Ich hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich sagen. Aber ja, es ist wie es ist, ne? Ist auch kein Problem. Also man muss sich halt eben so ein bisschen anpassen und dann dauert es halt manchmal eben ein bisschen länger. Aber das soll ja auch genauso sein, dass wir hier schön lange gut von der Map haben und uns nach und nach hocharbeiten. Das war ja der Plan dieser Story-Geschichte, will ich das nicht unbedingt nennen, aber das war der Plan meiner Karriere hier auf der Map, dass wir uns hocharbeiten. Dann tatsächlich hier dieses Thema vom Tellerwäscher zum Milliardär, dass wir da irgendwie hinkommen. So, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Erstmal das Stroh rauslassen. Das jetzt genau auf Mähbreite, bin direkt an der Ausfahrt, so wollte ich das haben. Dann haben wir auch immer gleich die richtige Strohschmatte in der Region. Das ist doch super. Und gleich genug Platz, sodass man gleich in den Graben fährt.
So, jetzt haben wir hier auf dem Vorgewende auch gleich genug Platz, dass wir mit dem Anhänger kommen können. Und so wie das aussieht, müssen wir das auch bald, denn der Drescher ist so langsam bei 75%. Da haben meine tränenden Augen noch was gesehen. So. Okay, dann werde ich jetzt hier mal schön weiter den Weizen vom Feld holen. Und gucken, wie viel Ertrag wir hier runterbekommen. Das sehen wir dann hoffentlich im nächsten Video. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video hier heute gefallen hat, lasst gerne das Däumchen da. Und ansonsten sage ich, bleibt gesund und munter, passt gut auf euch auf, habt Spaß, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Pensionator. Tschüss.